Hallo liebes Publikum, HBK hier und willkommen in der Kampfarena. Genau, ich bin auch wieder mit dabei, Stormhunter Live. Und es geht in den vierten Pokémon-Kampf hier in der Kampfarena gegen Kulice, also der zweite Kampf gegen ihn. Und da suche ich mir erstmal einen anderen Track aus. Jetzt bin ich aber gerade nochmal am Überlegen, hattest du den ersten Kampf gewonnen oder verloren? Den ersten Kampf hatte ich gewonnen, ja. Den ersten Kampf hast du gewonnen. Und da setzt sich das gleiche Team wie gerade eben, also wie das letzte Mal gegen Rayleon ein. Bloß, dass du diesmal mit Curry startest. Genau, ich fange da mit Curry an. Er hat, glaube ich, sein Team ist... Ich weiß nicht, ob sein Team jetzt verändert war. Oh, das kann ich auch nicht mehr sagen. Aber auf jeden Fall geht es wieder gegen Cool Eyes, also unseren amerikanischen Freund. Soweit ich jetzt gesehen habe, hatte er drei Pokémon, die sich theoretisch gesehen durch einen Megastein entwickeln können. Rein theoretisch, ja. Aber das letzte Mal hat er ja sein Mewtwo benutzt, zum Mega entwickeln. Wird er vielleicht wieder machen. Wir werden sehen. Und da kommt sein Meistergriff. Das hat er, glaube ich, das letzte... Ich weiß hat nicht, hat er beim letzten Mal, glaube ich, nicht. Oder er hat es auf jeden Fall nicht eingesetzt. Oder, na doch, wenn du gewonnen hast, dann muss das ja eigentlich. Ja. Nee, hat er, glaube ich, nicht gehabt. Das hat auch einen fetten Angriff. Und da kommt erstmal ein Erdbeben von mir, aber ich weiß nämlich nicht genau, was es für ein Typ hat. Kampf. Ah, okay, einfach nur Kampf? Es ist nur Kampf. Müsste ein Erdbeben nicht eigentlich... Nö, das hat... Das ist normal dort. Das okay. Aber die Steinkante hat jetzt Curry nicht so viel ausgemacht. Naja, wahrscheinlich gedacht, dass Curry statt Boden zwei Typ vielleicht Flug hat. Ja, das kann gut sein. Hammerarm ist auch... Ja, ja, es hat okay. Gut was man gemacht, aber dadurch sinkt seine Initiative nochmal. Was ihm ja eh nichts bringt, weil er eher zweites angreift. Also richtig. War es okay. Ja, und da kommt die Drachenklaue und... Das war's dann. Damit ist sein Meistergriff weg. Wusste ihn nicht mal wie mehr genau, wie das Ding heißt, weil fünfte Gen ist ja nicht so meins gewesen. Wie auch die vierte. Deshalb, wenn ich da manchmal mit Pokémon-Namen irgendwie meine Probleme habe, dann mag ich das. Hoffe ich, dass das verziehen ist. Da kommt dann sein Greninja, sein Kaiutsu, genau. Doch, genau. Ja. Ich bin mir auch immer noch ein bisschen unsicher. Was überlege ich da großartig? Und du tauscht. Ja, ich wollte erst wieder aufnehmen, aber... Damit rechnet er vielleicht. Mhm. Was will ich jetzt machen? Ich greife an? Das kann ich mir nicht vorstellen. Doch, tust du aber. Und du ich bin eh langsamer. Richtig, vierfach Schwäche, Eisstrahl. Ah, ich wollte ihm wahrscheinlich, dadurch, dass Curry schon geschwächt ist, keinen gratis sozusagen. Ja, gratis Angriff geben. Ja, das ist richtig. Weil wenn ich jetzt wieder auf eingesetzt hätte, wäre es weg gewesen. Naja, auf jeden Fall hätte er einiges an KP verloren. Ist nicht Eis gut gegen Käfer? Warum denke ich das immer? Nee. So, und da setze ich Roshi ein, weil ich einfach mal schätze, ja, sein Quajutsu ist... Aber ist Unlicht. Das ist... Ja. Na, beziehungsweise, hatte das nicht jetzt Wandlungskunst? Was hat das damit zu tun? Weil dadurch wär's jetzt Eistyp gewesen. Aber doch nur für den Angriff. Achso, das gilt nur für den Angriff, ich weiß es nicht genau. Ja, aber es hat ja, glaube ich, keinen Wandlungskunst jetzt gehabt. Ja, so oder so kam jetzt der Nachthieb. Das war leider kein guter Move, ja. Nee, das war überhaupt nicht gut gewählt. Leider Simsala geopfert. Ja, das war nicht sehr intelligent. Also, ich habe ja das Team auch gar kein bisschen durchgemischt oder irgendwas. Da hoffe ich natürlich, dass Wiedorf jetzt ein bisschen schneller ist. Aber so lange, wie jetzt gerade gewartet wird, tauscht er wahrscheinlich aus, ja. Weil er mit einer Elektroattacke rechnet. Oder er überlegt halt noch, ob er direkt einen Eisstrahl noch drauf kloppt oder so. Nee, da wird ausgewechselt. Mal schauen, was kommt denn Schönes? Ein Japanisches, was kommt denn da? Sein Gengar. Ein Gengar, oh. Okay. Da kann ich jetzt nur hoffen, dass es paralysiert wird. Oder stirbt direkt, aber... Oder, ja. Das hat auf jeden Fall ordentlich was ausgemacht. Da überlege ich, ist Käfer gut gegen Geist? Nee, nur gegen Psycho. Nur gegen Psycho, ja. In dem Fall, ja. Aber du bist trotzdem schneller als Gengar, was mich doch ein bisschen wundert. Entweder ist das Gengar, hat das kein Init-DV oder... Ja, aber eigentlich ist ja die Initiative von Gengar recht hoch, also... Wenn man es normal und richtig gut aufbaut, ja. Aber es ist halt ein Japanisches vielleicht... Man weiß es nicht, hat das mit DVs gekriegt und hat es aber mit irgendeinem Level erst hochgepusht. Ist gut möglich und da kommt sein Tank 2 mal wieder. Richtig, genau. Und jetzt ist die Kieferattacke da. Richtig, die Ampelleuchte. Ja. Zu dem Zeitpunkt noch das Stärkste, was ich an Kieferattacke auf meinem Wodau hatte. Könnte knapp werden. Von dem Mewtwo, ja. Und es reicht. Und da kommt noch eine Ampelleuchte, da ich schneller bin, wenn er nicht austauscht. Oder sein Mewtwo Meat. Aber nee. Gibt jetzt kein Megastein ein. Offenbar diesmal nicht. Gut, und das war's dann damit. Er hat wieder gute Arbeit, hat er das Simsala ein bisschen rausgekloppt. Auf jeden Fall, ja. Also... Ultimate. Sein Dragoran. Ui. Ein Dragoran. Wenn du nichts wirklich hast. Agilität macht eigentlich gar keinen Sinn. Nicht bei den KP. Und selbst Donnerblitz ist eher so. Trotzdem schneller.
finde ich ja interessant. Er baut scheinbar wirklich mehr auf Angriff und Verteidigung auf, als auf oder KP, als auf Indie. Wahrscheinlich, ja. Also meine Pokémon sind eigentlich ziemlich oft auf die Initiative gesetzt. Ja, ist bei mir auch so. Ich finde Indie richtig wichtig. Halt ja, das macht Feuer das jetzt. Ach, du hast eine Drachenattacke. Richtig, da setze ich Flammius ein und der wird nicht damit rechnen, dass ich darauf Wutanfall habe. Das weil stimmt. Das letzte Mal habe ich, glaube ich, Flammius gegen ihn nicht benutzt. Das ist natürlich clever, ja. Das ist halt auch eine Sache, damit rechnen die wenigstens, wenn sie einem Arcani entgegen. Das Einzige ist jetzt halt die Sache, hätte er ein Fee-Pokémon als nächstes setzt, ja, automatisch Wutanfall wieder ein. Richtig. Das ist es halt jetzt. 2 bis 3 Runden ist halt Wutanfall jetzt so. Und danach kommt die Verwirrung. Genau. Deswegen spielen das viele halt auch mit diesem einen Gegenstand, wo der automatisch die Verwirrung immer weggeht. Ja, eine Dings, irgendeine Beere, was ist das? Zum Beispiel, ja. Die alles heilt. Ja, da kommt Wutanfall, duftet auch gut Schaden. Sogar noch schneller als ein Kaioken. Sehr interessant. Also, wow. Er muss seine Pokémon wirklich unterschiedlich aufgebaut haben, als die meisten das tun. Richtig. Und da kommt der Beulenhelm. Genau, der Beulenhelm immer noch. Mir wurde zwar gesagt, der Beulenhelm ist auf Flammius jetzt nicht so optimal, aber an sich... Ist er ja eigentlich. Eigentlich nicht, aber an sich, sage ich mal, ist es immer ein guter Überraschungseffekt. Ist es auch. Und da kommt der 3-Runden Wutanfall, der ja auch aus... Nee, nicht ganz. Knapp nicht knapp ausreicht. Knapp überlebt mit der Herr Dom. Wahrscheinlich ein... Oh. Wahrscheinlich ein KP oder so, da kommt die Aquahaubitze und das kann Flammius einfach nicht überleben. Naja, und selbst wenn, das war verwirrt. Aber es war ein Volltreffer ja auch eben, also... Ja, wer weiß. Da kommen die Überreste. Oder? Ja, ja. Überreste. So, was mache ich da jetzt? Da kommt Misty. Genau. Ist natürlich mit Dings mit Eisstrahl auf Fajutsu wahrscheinlich, also nicht gerade gut wegen Flug. Ah ne, ist ja normal. Normal. Richtig durch Wasser. Deswegen booste ich mich jetzt so. Ach ja, es muss ja eben Rückstoß. Stimmt. Ich weiß gar nicht, ob ich das zu dem Zeitpunkt bedacht habe. Das kann nicht sein. Ich nicht. Also ich habe jetzt gar nicht dran gedacht. Nee, jetzt beim Kommentieren auch nicht, aber beim Kampf könnte das gut gewesen sein. Aber ich dachte mir auch, egal was er für einen Angriff macht. Ich denke mal, Misty wird einen davon auf jeden Fall wegstecken können, also booste ich mich erstmal hoch und dann kommt einfach ein Eiszahn, einfach weil, ich weiß jetzt auch nicht warum. Na, es Eis stirbt halt einfach. Weil, ja, wäre egal gewesen, egal, was ich richtig mache. Du hast dann noch ein Kaskade, HP extra. Genau. So, sieht aber bisher gar nicht schlecht aus. Und ich glaube, das wird dann einer meiner berüchtigten Gyarados-Sweeps von jetzt an. So, Mega? Oder nee, direkt Erdbeben. Okay. Warum ich da keine Kaskade einsetze? Ah, Erdbeben hat mehr Stärke, deswegen. Ja. Und das Vieh, also für nächstes hat ziemlich viel Death. Andererseits hat Kaskade wieder einen Step. Ja, das stimmt. Ja, das habe ich zu dem Zeitpunkt nicht bedacht, aber für Nexus hat halt an sich eine gute Spezialverteidigung und da habe ich den 2. Sieg gegen Cool Ice eingefahren. Glückwunsch, damit steht es 2-2. Genau, damit ist die Gesamtstatistik auf 2-2 und dann mal sehen, wie es dann die nächsten Kämpfe so ausgehen wird. Richtig. Also, ja. Das war auf jeden Fall mal wieder ein sehr interessanter Kampf und ich hoffe, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder hier in der Kampfarena mit dem Stormhunter. Ja, immer wieder gerne. Ja, und dann wär's das von dieser Folge. Ich bin HBK. Ich bin Stormhunter Live. Und dann mal tschüss, bis dann.